Hallöchen ihr da draußen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons. Heute ist Sonntag, der 15. August und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja Leute, es ist ganz, ganz ungewohnt für mich jetzt nach knapp 2 Wochen endlich mal wieder aufzunehmen, denn ich bin aus dem Urlaub zurück und wir checken als allererstes die Post. Ich habe tatsächlich ein bisschen was farmen können, aber es ist nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Also es ist minimal, ich zeige es euch gleich auch. Aber was richtig cool ist, durch mein neues Spielzimmer habe ich es tatsächlich geschafft. Die 200.000 aus von Oni Punkte, 204.824 Punkte, Rang S in dieser Insel. Es ist ebenso effektiv, immer mit gleicher Farbe. Ja, ja, ich weiß doch, für ein stimmiges Heim. Aber ich glaube, damit bin ich mittlerweile auch ein Profi, was das angeht. 200.000, das ist schon crazy. Damit ist mein Ziel schon erreicht. Mein nächstes sind auf jeden Fall noch 210 oder sagen wir sogar 225, wenn das möglich ist. Bin sehr gespannt, ob wir es hinbekommen werden. Und weiter haben wir von Maria. Ganz unter uns, Noni. Dinge, die mein Zuhause wie eine Bücherei aussehen lassen, kann ich nicht widerstehen. So kaufe ich gelingend etwas, das ich bereits besitze. So, jetzt kann ich dir eine Freude damit machen. Deine Sammlerin Maria. Ach schön. Und dann von Emma. Deine Medizin für deinen Eisenmangel. Oh, vielen Dank dir. Vielen, vielen lieben Dank. Passend zum Sommer eine tolle Anleitung. Vielen Dank auch dir natürlich, Lisa. Du hast gesagt, dass du Planschbecken... Du hast gesagt, dass dein Planschbecken langweilig ist. Okay, schaue ich mir gleich noch an. Ich bin voll, denn das hat einen Grund. Denn, Leute, es ist was richtig ultra krankes passiert. Schaut es euch mal an. Ich habe die Goldrüstung... Ich habe nochmal 30 Rostbohrteile, 10 Golderz und was braucht man dafür noch? Genau, Eisenerz, 90 Stück. Und das alles habe ich von einer Person bekommen. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Brickmaster. Ich hoffe, man spricht dich so aus. Auf jeden Fall vielen Dank, es ist einfach so unfassbar. Es ist so crazy, dass du mir einfach alle Materialien einfach so gegeben hast. Und das werden wir doch jetzt gleich mal benutzen, um den legendären und super krassen, teuren, achievementmäßigen Roboter herzustellen und der ist bei den, genau hier, der Heldenroboter. Schaut euch an, was man dafür alles braucht. Genau, Sternsplitter hat er mir auch gegeben. Ich hoffe, du bist ein Erbe, nicht? Tut's mir leid. Auf jeden Fall, schaut ihn euch an, den Heldenroboter. Crazy. Oh, was da alles rumfliegt. Crazy, ja. Der Heldenroboter ist fertig. Was eine Erleichterung, den endlich zu haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich. Es ist einfach nur unfassbar. Genau, dann habe ich, wie gesagt, wollte ich euch ja noch zeigen, ein bisschen was gefarmt. Das ist minimal, aber immerhin etwas. Da, ich habe jetzt wieder ein bisschen Holz auch. Und Eisen, genau, ein Stack knapp. Also ja, ein bisschen was hatte ich dann doch noch. Aber leider echt viel zu wenig. Deswegen vielen Dank auch nochmal für die Geschenke. Und jetzt ein Comic-Zeichner-Set. Okay, das schauen wir uns gleich an. Ah, nee, das ist von Maria, ne? Ja, gut. Glitzersandboden. Mal schauen. Oh, schade. Kann ich leider schon. Ich werde sie mal jetzt hier kurz mal einfach ablegen. So. Comic-Zeichner-Set tue ich einfach mal ins Lager. Genau, und dann habe ich schon mal 3 Gartenbänke gecraftet. Warum das? Das werdet ihr ja gleich noch sehen. Jetzt gehen wir erstmal raus. Schauen uns die restlichen Briefe an. Und dann gucken wir, dass wir heute ein bisschen vorankommen. Ich habe einen Plan jetzt schon. Und ich hoffe, ich kann ihn so umsetzen, wie ich ihn jetzt gerade plane. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und dachte mir, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Ideen. So, den Brief haben wir schon gelesen. Und dann noch, und noch eins. Okay, vielen Dank dir. Ich würde sagen, wenn wir hier Platz haben, schauen wir uns die Gänse auch mal ganz kurz an. Achso, erstmal auspacken. Planschbecken. Oh ja, das ist ja wunderschön. Das habe ich ja, ich glaube, das habe ich nämlich in der Inseltour gesagt, in der Schlummer-Ding. Dieses ist ein wunderschönes. Ich habe ja einfach dieses blaue und das ist wie wirklich wunderschön im Gegensatz zu meinem. Okay, das jetzt auch, aber ich muss sagen, dass das Pünktchen mir definitiv nochmal besser gefällt. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Sachen. Wie immer könnt ihr mir sehr, sehr gerne alles zuschicken. Ich nehme Geschenke sehr, sehr gerne entgegen und dann schauen wir jetzt mal, was wir heute noch so machen können. Wie gesagt, ich habe ein paar Pläne. Mein Inventar hat auch ein paar Sachen. Ich werde das jetzt mal ins Lager packen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon nicht umsonst den Inseldesigner ausgerüstet. Weil, genau, da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen was verändern. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Gedanken gemacht. Und die setzen wir jetzt hoffentlich, ja, so um, dass ich zufrieden sein kann. Es geht wieder nach unten. Genau.
schauen wir mal einfach. Jetzt, und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ein 2x2-Feld doch sehr schwachsinnig ist, weil alles Große eigentlich 3x3 ist und deswegen muss es mindestens so sein. Und deshalb müssen wir jetzt hier weiter in diese Seite hier ein bisschen expandieren. Dann kommt man hier zwar nicht mehr durch, aber ich dachte mir auch so, für was soll man hier denn durchkommen? Machen wir hier einfach so einen kleinen Weg nur zu Bettinas Haus und dann, genau, bin ich damit auch vollkommen zufrieden. So, und ich denke mal, ihr seht schon, was ich hier vorhabe. Aber ich werde jetzt einfach mal das noch weiterbauen. So. Oh, jetzt ist es aber nicht synchron. Nee, nicht wirklich. Ja doch, das erste schon. Ah, da muss es nämlich hier nochmal runtergehen. Meine Güte, wie schnell man auch wieder Animal Crossing hier vermisst, ne? Das ist ja crazy. So, sind es jetzt noch, oh perfekt, noch 3 Felder, dann kann ich da einfach noch ein paar Bäume oder so hin platzieren. Und zwar dachte ich mir, diesem Mini-Spot hier, wie soll ich den entfüllen? Ja, ganz einfach, ein paar Plateauteile einfach hinbauen und dann passt das. So, und ich fülle es tatsächlich bis hier komplett auf, weil wir haben dann immer noch einen Zweierweg, das heißt, ohne Probleme kommen wir immer noch durch. So, und Gott sei Dank, es ist ein Dreier-Ding, wirklich, das ist gerade super. Ich kann jetzt auch wieder einen Baum in die Mitte stellen, aber hier kommt einer hin und hier kommt einer. Ne, Moment, hier und hier. Genau, ja, passt. Passen beide hin. Das bedeutet, es ist ganz gut, ja, würde ich schon mal sagen. So habe ich mir das einfach jetzt überlegt, damit es schön gerade bleibt, wir ein bisschen noch Fläche füllen und natürlich das hier schön abrunden können. Auch Gott sei Dank von beiden Seiten. So, dann ist doch dieser Platz optimal genutzt. Hier weiß ich gerade nicht. Ist hier noch ein... Ja, hier ist noch eine Fläche. Oh, überall, ne? Nee, hier nicht. Ah, okay. Das bedeutet hier... Ein Stechpalmen-Setzling kommen. Why not? Passt hier, denke ich mal, ganz gut hin. Haben wir auch schon länger jetzt ohne Büsche gearbeitet, ne? Oh, jetzt komme ich schon langsam durcheinander hier. Genau, hier müssen wir auch noch was verändern für den krassen Heldenroboter, den wir jetzt ja haben. Und ich möchte, wenn ich jetzt gerade schon dran denke, kurz mal hier reingehen. Ach, ist heute Sonntag. Oh. Ja gut, Leute, dann werden wir wohl heute leider nicht das Feuerwerk sehen. Ich meine, wir haben es einmal gesehen. Ich hoffe, ich denke dann noch beim letzten Mal diesen Jahres dran. Das heißt, dann nächstes Mal. Hätte ich mir früher überlegen können. Oh Mann. Schauen wir aber mal hier. Ja, perfekt. Ein paar Eisenerz. Sehr gut. Nee, Pinkspeise brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich möchte was kaufen und ich glaube, das kostet 58.000. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal. Können wir auch mal wieder ein paar Nook-Mine-Tickets kaufen, um einfach ein paar Meilen loszuwerden. Dann zahlen wir doch gleich mal 50.000 aus. Nee, komm, machen wir gleich. Machen wir gleich die 100.000. So. 2,6 Millionen immer noch. Es ist so toll einfach, wenn man einmal Rüben verkauft, habe ich jetzt ja vor über einem Jahr gemacht und seitdem einfach keine Geldprobleme mehr. Kann ich nur jeden ans Herz legen. So, jetzt wollte ich hier nämlich noch bei Nook Shopping ein Grammophon kaufen. Ja, ist es auch schon. Ah, okay. 53.000. Ja, gut, dass wir nicht die 99 überschritten haben, sonst müsste ich jetzt nochmal einzahlen. Was das Grammophon ist, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Jetzt gucken wir erstmal. So, ja genau, okay, passt. Sehr gut. Also wir werden heute diesen kleinen Spot da erstmal vervollständigen. Ich habe da schon eine Idee, was ich da noch alles hinmachen will. Also auf dieses kleine Ding. Kann man eigentlich bei ihm jetzt schon mitspielen? Das habe ich noch nie geprüft. Bedauere, aber ich habe noch nicht ganz startklar. Oh, ich sehe meinen Lieblingscousin. Du bist sicher gespannt, was ich dir heute zu bieten habe. Ich verkaufe lose ganz, ganz große Gewinne und so. Ja gut, aber hier haben wir eigentlich jetzt auch schon wieder alles gesehen. Es gibt ja dieses Jahr nur neue Bubble Tea, Zuckerwatte und noch eine Sache, die mir gerade entfallen ist. Aber das bietet sich gerade an, dass wir hier laufen. Denn ich möchte gucken, was wir denn so umgestalten können. Ja genau, die Kürbiskutsche habe ich jetzt dabei. Ich weiß, ich bin früh dran, Leute, aber ich möchte das jetzt einfach schon machen. Ich habe ja gesagt, ich möchte immer was Saisonales an diesen einen Platz stellen. Oh lol. 50 Umgestaltungssets. Ich muss sagen, ich mag ihn in Rot. Deswegen ist das, glaube ich, sehr cool. Oh wow, in Schwarz sieht er ja crazy aus. Aber ja, ich finde ihn in Rot eigentlich doch wahrscheinlich am passendsten. Müssen wir einfach mal gucken. Aber krass, so ein ganzes Ding Umgestaltungssets braucht. Ja, aber das fühle ich jetzt irgendwie. Schaut, jetzt ist hier zu.
kann man hier tatsächlich nur zu Bettina reingehen und mehr halt auch nicht. Finde ich ehrlich nicht schlecht. Hier vielleicht dann nochmal eine Bank hin, so, weil die passt hier ganz gut, aber mal schauen, wie das so wird, ne? Auf jeden Fall, hier ist das jetzt auch sehr synchron. Mhm. Ich würde hier tatsächlich vielleicht nur einen Baum, und zwar hier hin platzieren. Genau, hier eben nicht. Weil ja hier überall Bänke hinkommen. Ja, okay, das heißt, der muss sogar hier hin. Weil, wie gesagt, hier kommen überall, genau, Gartenbänke hin. Die habe ich noch nicht umgestaltet. Ich dachte, ich habe die in der Standardfarbe gelassen. Naja, dann müssen wir das Ganze nochmal ändern. Aber ja, wie gesagt, hier werde ich immer ein saisonales Item hinstellen. Und wir sind ja mittlerweile schon wieder Mitte August. Deswegen dachte ich mir, komm, wir bereiten uns schon mal auf Halloween vor. Und stellen hier einfach meine Kürbiskutsche hin. Und wow, die ist noch größer. Nee, oder? Nee. Wird schon passen. Oh, hier wird's ja... Ah, hier komme ich gar nicht durch. Okay, das müssen wir... Das ist schon gut, dass ich drauf achte. Das müssen wir auch nochmal bearbeiten. Und ich sehe gerade, das ist auch gar nicht synchron. Ja, sehr gut. Na dann, einfach so. Ja. Damit sollte sich schon gegessen haben, eigentlich. Ja, ich lasse es auch wahrscheinlich so. Ich meine, ich könnte hier jetzt noch was hinmachen, aber... Nee, es wird dann zu breit. Soll ja schon so einen glatten Eingang haben. Oh, hier kann man nochmal ein 2x2-Ding sogar hinstellen, sehe ich gerade. Ja. Dann kommt man immer noch hier rein. Okay, das ist doch gut. Aber jetzt erstmal genau da unten kommt der Heldenroboter hin. Hier wächst schon wieder eine Pflanze, die hier nicht sein soll. Na mei. Naja, dann gucken wir jetzt mal. Kann ich jetzt... Oh, ist immer noch zu wenig Platz. Weil hier die Gartenbank hin muss. Eins nach hinten möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mal unbedingt. Ah, ich muss die erstmal umgestalten sowieso. Dann machen wir das. Doch, ich glaube, da braucht man 6 Umgestaltungssets. Habe ich... Oh, okay. Für eine reicht es dann nicht mehr wahrscheinlich, wenn ich zumindest richtig im Kopf habe. Aber jetzt gucken wir erstmal, ne? Auf jeden Fall, diesen Spot möchte ich heute eigentlich so gut es geht langsam mal fertigstellen. So, jetzt schauen wir mal. Es sind tatsächlich 6, ja. Und es war das hier, ja. Sieht einfach sehr idyllisch aus. Die Gartenbank wurde umgestaltet zum ersten Mal. Und natürlich auch gleich hinterher das zweite Mal. So, kannst gleich mal ein bisschen Gas geben. Haben wir es auch schon, sehr gut. Also langsam, langsam wird der Spot hier. Ich freue mich, dass das so langsam wird. Der Wald gefällt mir mittlerweile auch ganz gut. Der Boden macht einfach so viel her, ne? Der verändert so krass viel. Und ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich nochmal dieses... Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Findet ihr diesen Abteil hier besser mit diesem Bodendesign oder einfach Gras? Weil ich glaube sogar, dass ich Gras ein bisschen besser finde mit ein paar Custom-Designs. Aber ihr könnt das gerne, wie gesagt, mal hinschreiben in die Kommentare. Ja, hier kommt man eben durch überall. Hier sollte man eben auch durchkommen. So. Mhm. Oh, steht auch direkt richtig, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, so finde ich das super. Könnten wir hier noch Büsche, theoretisch, aber dann kommt man hier eben nicht mehr durch. Und das braucht es auch irgendwie gar nicht, finde ich. Dann nehme ich hier gleich mal die nächste. Ich glaube, die habe ich noch umgestaltet. Mhm. Ja, jetzt sind wir eben an dem Problem, das ich gerade hatte. So. Das Ding ist... Oh, wow. Okay. Es würde funktionieren, aber... weiß ich nicht. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wenn ich halt noch Büsche hinmachen müsste, müsste ich nochmal alles eins größer machen. Und es soll gar nicht so groß werden. Deswegen ist das eigentlich okay, wie es jetzt gerade ist. So. Ich habe nur ein Setzling. Ah, nee, ich habe 10. Deswegen, okay. Werde ich hier so einen bauen und einfach hier nochmal eins weiter runter gehen oder zwei und da nochmal einen Laubbaum. Ich denke, das ist sogar noch besser, als hier jetzt irgendwas zwei Dings mal wieder hinzuklatschen. Also noch eins nach vorne. So. Oh je, das ist ja eine Haufen Arbeit. Ein Haufen Arbeit. Jetzt würde ich mich mal fragen, kann ich jetzt aber auch nichts hinstellen, ne? Ich glaube nämlich nicht. Was habe ich denn hier? Ah doch, oh, okay, das geht. Na, dann werde ich hier vielleicht nochmal so einen Baum irgendwie hinstellen mit diesem Trick. Das ist halt so super aufwendig, ne? Weil, wo würde, ja, ja, er musste hier, ne, dahinter. Mhm. Oh je, Leute, das ist aufwendig. Aber wir machen das jetzt einfach mal kurz, weil wir jetzt schon eh gerade dabei sind. Oh Gott, dann geht das so. So, weil dann stellen wir da den Laubbaum hin. Ich muss mal kurz denken. Und dann kommt man da immer noch... mit Probleme durch.
Also ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich denke. So, wenn ich hier an diese Stelle den Baum hinpacke, ist ja jetzt möglich, ne? So, Moment. Ich platziere mir mal kurz ein Custom Design. So. Dann, wenn der wächst und hier die nächste Bank steht, ich stelle die jetzt einfach mal provisorisch hier hin. So. Ich weiß, die steht noch nicht ganz. Die muss noch einmal verschoben werden. So. Also, wenn die so steht und hier dieser Baum steht, dann kommt man da doch nicht mehr durch. Aber eigentlich ist das kein Problem, weil man auch einfach so laufen kann. Ist zwar umständlich, klar, aber ich denke, so mache ich das tatsächlich. Das bedeutet, wir starten jetzt rein und bauen mal wieder mit diesem Baumtrick. Mittlerweile habe ich den wirklich ganz gut drauf, aber weil ich ihn jetzt schon des Öfteren benutzt habe. So, also. Oh Gott, alles muss ich hier wieder einstecken. Ich hätte mir vielleicht ein Foto machen sollen, wie das aussah, aber naja. So. Ah, Moment, jetzt muss ich ja... Nee. Ich habe schon wieder vergessen. Wir prüfen es jetzt einfach mal. Aber ich glaube, ich muss das erst hier komplett machen mit dem Wasser. Jetzt den Baum platzieren, wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken, ob das so ist. Der wurde auch immer noch nicht gefixt, was ich persönlich echt gut finde. Weil ich meine, die könnten das auch einfach normal einführen. Da müsste man nicht mit solchen komischen Bugs hier sich rumärgern. Aber naja. Und ich möchte hier einen normalen Setzling rein. Sehr gut. Hat schon mal geklappt. Ah, Moment, der wächst ja nicht, ne? Ah, stimmt. Dann, Moment. Da ist der nicht ganz aus... Ich habe zu wenig Laubbäume. Deswegen will ich jetzt eben auch einen Laubbaum hier platzieren. Der ist gefreezed und ich finde es auch super, dass der nicht ganz ausgewachsen ist. Der hier auch. Ja. Verdammt. Soll ich den hier wegmachen? Ich glaube schon. Weil die können ja langsam nachwachsen. So, das sind so meine Reservebäume. Und ich baue gerade gefühlt meine ganze Insel um. Ich weiß es, aber ja. Oh, die unterhalten sich. Das schauen wir uns gleich mal an, nachdem ich den hier ausgebuddelt habe. So, hallo. Ey, Noni. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Sante, du hast die Insel gar nicht verlassen. Ich habe die ganze Zeit schwimmen trainiert und auf deiner neuen Insel zu besuchen, Wuffel. Oh nein, warum sagst du jetzt Wuffel? Oh, ich hasse das, dass das so ist. Aber naja, können wir auch nicht ändern. So, also machen wir das. Wie gesagt, ich zerstöre gerade den Durchgang da, aber man kommt ja immer noch so hier durch, auch wenn er ausgewachsen ist. Genau. Alright. Ja gut, ganz spontan gerade alles. Ich habe immer nur ein paar Ideen gemacht und setze die jetzt irgendwie um. So, das sollte der hier sein, ja. Zack. Und dann, genau, gehen wir nochmal runter. Oder ist ein Geschenk, aber das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Dann müssen wir jetzt zuschütten und dann haben wir es eigentlich auch schon fast, ne? Und natürlich nochmal ihr ganzes Grundstück reparieren, aber das kommt dann anschließend. So, und wie war das jetzt hier? Also, war das nicht einfach die zwei weg? Also das muss auf jeden Fall weg. Oder? War das nicht so? Nee, das war nicht so. Jetzt kann ich nochmal alles machen, wenn ich das möchte. Oh, und so viel zum Thema, ich sollte mir echt ein Foto machen. Ja, doch, 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 da war noch was, da war noch was. Aber ich kann es nicht weiter wegmachen. Warum auch immer, aber der Bug funktioniert ja nie so ganz irgendwie. Ah, dann hätte ich das schon ganz hier dran lassen sollen, ne? Das bedeutet, Leute, ich muss nochmal alles von vorne machen. Aber ich glaube, das erspare ich euch jetzt einfach mal. So, Leute, das war eine schwere Geburt, aber wir haben es jetzt geschafft. Schaut's mal an, ich habe jetzt hier auch, weil irgendwie war hier ein freier Platz plötzlich. Habe ich mir gedacht, das sieht ganz cute aus, das sollte ich eigentlich woanders hinstellen, aber es passt auch hier ganz gut und deswegen, joa, haben wir das. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier dieses Abteil gestalten. Und ansonsten bin ich hier ganz zufrieden. Kann man eigentlich von hier das nehmen? Ich glaube nicht. Tja, das muss noch umgestaltet werden, deswegen nehme ich jetzt auch wieder mit, das Provisorische ist ja nun fertig. Aber ja, das wird so langsam und ja, ich denke mal, dabei können wir es eigentlich heute auch schon belassen. Aber ich würde jetzt doch gerne nochmal den krassen... Oh, jetzt kommt man hier nicht mehr durch, ganz ungewohnt.
in krassen Heldenroboter versuchen, irgendwie dahin zu positionieren. Das wird auch nochmal sehr interessant, weil jetzt ist auf jeden Fall das Gebilde da fix, so wie es dran steht. Also hier werde ich jetzt nicht mehr dran verändern. Schätzungsweise zumindest. Na gut, ich müsste es noch um 2 verändern. Ich will mal nur gucken, wie es ausschaut, weil der Heldenroboter sollte schon hier eher im Eck stehen, ne? Warum habe ich es hier nicht fertig gemacht? Wahrscheinlich, weil ich das Ganze nochmal umgebaut habe. Aber ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn er so möglichst in der Ecke steht. Aber wir können ihn jetzt einfach mal hinstellen, weil hier steht ja jetzt nichts mehr. Mal gucken, wie genau das aussieht. Und wie gesagt, Rot passt dann eigentlich doch ganz gut, deswegen lasse ich ihn auch in dieser Farbe. Ja, der ist ja ultra riesig. Aber dann würde ich ihn tatsächlich so hinstellen. Nee, eben so. Bis zum Anschlag. Okay. Jetzt mal gucken, wenn ich... Oh Gott, ey. Ja doch, der muss schon noch eins rein. Der steht hier ja mitten auf dem Weg. Okay, das geht natürlich hier nicht. Aber in die andere Seite können wir noch ein bisschen... Nein, expandieren. Ich glaube, hier waren die Blümchen drauf. Ah, das Herz, sorry. Aber ja, das ist eh so unscheinbar. Ich mag das. So. Ja, mal gucken. Dann muss ich nochmal das natürlich mitnehmen. Aber ja, das wäre eigentlich schon wichtig. Hier ist eh so ein komisches Eck. War ja eigentlich für das gedacht, aber naja, dann halt nicht. Ja, mal gucken. So. So. Und so. Und das natürlich auch noch weg. So, jetzt sollte er hier perfekt in die Ecke passen. Eigentlich. Mal schauen, ob das passt. Nee. So eher nicht eigentlich. Aber es ist schon maximal. Weil er passt hier eben noch nicht rein. Weil dieses Eckchen noch im Weg ist. Ah, der Weg ist jetzt nur ein Feld. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber naja, so ist es halt. Mal schauen. Okay, eigentlich eins nach hier könnte ich schon noch ziehen. Jetzt ein... Hä? Ah ja. Ich stelle den gleich wieder hin. Warum denn? Was ist denn hier im Weg? Hä? Der Busch ist doch auf derselben Höhe. Oder nicht? Nein, der ist eins dahinter. Oh. Ja, dann, wow, dann ist ja super easy. Einfach den Busch hier entfernen. Ja, wow. So, aber jetzt. Jetzt kann ich das nämlich nochmal eins breiter machen. Oh, hier raus werde ich aber nicht mehr kommen. Ich muss den Roboter nochmal umstellen. Oh Mann. Ah, verdammt, das will ich hier ja gar nicht so. So. Und hier einfach, wie es vorher eigentlich war. Ja, ja genau. So wie es vorher war. Das heißt hier so. Jetzt ist ganz schön schwierig, aber ja, es geht hin. So, das Ganze. Ja, also wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare hier mit dem Dirtweg oder ohne. Da oben halt. Ja, genau, weil ich bin mir da irgendwie noch nicht ganz, so ganz sicher. Da kann man jetzt noch was rein platzieren. Theoretisch. Was habe ich denn? Ja, komm, dann platziere ich da den Random. Ich weiß, aber irgendwas muss da ja rein. Den Sommerhibiskus. Das schaut eigentlich ganz cool aus mit dieser kleinen Mulde. So, jetzt muss ich ihn wieder finden und richtig positionieren. Also vielen Dank nochmal für den ganzen Support und natürlich auch für die ganzen Geschenke. So, jetzt die Frage. Nee, so nicht. So auch nicht. Ja, es ist schon am besten so, weil er ein bisschen schief steht, ne? Und da steht er jetzt auch komplett. Okay. Würde ich hier tatsächlich doch nochmal ein bisschen verbreitern, aber ist ja wurscht jetzt. Wir haben ihn auf jeden Fall hingestellt. Ja, genau, jetzt fehlt ja noch was. Also ich verstehe nicht, warum ich vorher den nicht da hinschieben konnte, aber okay. Und zwar der Romantikgartenstuhl. Ich denke, dass er das ist. Oh, nee. Obwohl, so könnte man es auch hinstellen. Aber ich finde es doch so schöner. Ja. Okay, Leute, dann haben wir den Heldenroboter irgendwie bei uns untergebracht. Aber, oh, ich darf gerade den Umweg, das ist ja 1000. Aber, ich würde tatsächlich noch schnell was draufstellen, und zwar gab es jetzt hier doch noch mal eine kleine Stelle. Hier gibt es jetzt auch ein bisschen was zur Gestaltung. Mhm. Ja, hier vielleicht einfach so eine Werkbank. Mal gucken. Und zwar, jetzt ist hier doch ein 2x2-Feld.
Jetzt gucke ich einfach mal, wie das denn ausschaut. Wenn ich jetzt hier doch das Pilzschirmchen hinstelle. Keine Ahnung. Muss ich im nächsten Part gucken. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Ansehen. Genau, vielen Dank. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder. Habt jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.